Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber, bei mir im Dorf hat sich nichts getan, aber in meinem Bauarbeiterdorf hat sich einiges getan. Ich habe jetzt das Ganze noch mal ein bisschen lockerer angehen lassen, bin ja auch mehraccountig, das heißt, ich habe natürlich mit meinen anderen Accounts alles viel, viel besser gemacht und habe mich dann aber hier mit dem Thorsten-Account so ein bisschen ins Zeug gelegt. Ich habe nicht gegammt, sondern ich habe ganz normal hier weitergespielt. Ihr seht es auch, ich kann meine Attacken wieder machen. Das ist eben gerade ausgelaufen. Habe so ein bisschen abgedatet bei mir im Dorf. Habe beispielsweise die Fallen hier schon auf Level 3 gebracht. Habe die Minen hier schon auf Level 3 gebracht. Und meine Truppen sind... Ja, ich habe den Riesen hier als allererstes auf 4 gebracht. Und habe jetzt auch schon die Bogenschützin auf 5. Da können wir in jedem Fall so ein bisschen... weiter upgraden. Was ich festgestellt habe hier in den Kämpfen, ist, dass man hier wirklich Schmalspur vorgehen muss. Ja, wenn wir jetzt also mal auf Attack gehen, meine Base ist ja auch so ein bisschen drauf aufgelegt, dass es geht hier wirklich minimalistisch teilweise um Prozente. Und im Moment ist das hier mein so ein bisschen, ja, ich will es mal so sagen, so ein bisschen meine Lieblingsarmee geworden, die Bogenschützin. Also was ich wirklich klasse finde, hier sind diese kleinen und aber feinen Fallen, muss ich echt mal so sagen. Das ist echt, also die sind so niedlich und es macht hier eigentlich tatsächlich, kann es Spaß machen hier zu kämpfen, aber ihr seht selber, wie minimalistisch man hier vorgeht, um seine Prozente zu machen. Letztendlich möchte ich natürlich, ja, schön die Falle ausgelöst da. Letztendlich möchte ich natürlich nur jetzt das Rathaus bekommen. Die sind ja jetzt kurz einmal unsichtbar, beziehungsweise werden gleich sichtbar und zack, da habe ich's. Jetzt holen wir noch ein paar Prozente. Mal gucken, ob es noch so ein bisschen was wird. Also optimalerweise ist natürlich immer ein 2-Stern. Wenn ich den nicht schaffe, dann kann ich immer nur darauf hoffen, dass der Gegner meine Base mit weniger Prozenten schafft. Denn das Rathaus kann er in jedem Fall bekommen. Ja, hat er auch gemacht mit 2 Sternen. Damit muss ich hier halt leben. Was ich jetzt allerdings immer mache, ich gucke mir die Wiederholung an. Wie hat es der Gegner eigentlich hier geschafft? Geht nämlich genauso minimalistisch vor. Ja? Das heißt also, holt ihr erstmal den ein oder anderen Prozent bei mir. Das kann ich vielleicht noch mal umstellen, dass das nicht so ist. Aber jetzt holt er sich genau von hier das Rathaus und geht nicht von da vorne vor. Unter Umständen muss ich meine Fallen hier hinten an der Mauer mal präsentieren. Da muss ich mal gucken. Ja, aber so bin ich hier vorgegangen. Und so kann ich natürlich hier einfach mal weitermachen. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe ja auch schon den zweiten großen Erfolg geholt hier. Denn in der Zeit, wo ich hier jetzt nichts großartig upgraden oder bauen konnte, habe ich hier einfach Pokis gemacht. Weil ich hatte es ja auch in der ersten Folge gesagt, je höher man von den Pokis ist, desto mehr Bonus bekommt man. Und eigentlich ist diese Pause, die man dann hat, gar nicht mal so schlecht. Also der hier hat es auch drauf angelegt, dass man hier in jedem Fall, denke ich mal, mal gucken, ob wir uns das Rathaus hier holen können. Die Kanone hat echt eine weite Reichweite. Kann man nicht anders sagen. Und er wird sicherlich hier irgendwo Fallen haben. Ja, da hat er den Tesla, okay. Den machen wir ihm aber noch mal noch weg. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt wenigstens wieder das Rathaus kriegen. Oder die Meisterhütte, so heißt es ja hier, glaube ich. Zack, da fliegen sie alle weg. Es ist so witzig. Ja, also mittlerweile muss ich sagen, mag ich das Kämpfen hier, ja. Aber wie gesagt, ich habe einfach in der Pause versucht, viele, viele Pokis zu machen. Und mal gucken, 36%, ob es reicht. Es reicht nicht. Es ist an der Stelle auch wieder... ein 2-Sterner geworden, okay. Beziehungsweise der Gegner hat auch nur 1 Stern geholt mit den gleichen Prozenten. Aber wir können uns das hier mal anschauen. Man kann hier übrigens auch im Battlelog, das Battlelog kann man hier auch teilen. Wenn man hier auf Share Replay geht, dann kommt hier im normalen Dorf, kommt hier im Chat so eine Aussage hier, beziehungsweise so ein Feld. Und wenn man Watch sagt, dann kann man sich beide angucken, sowohl den Angriff
als auch die Verteidigung. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Und so kann man natürlich auch mal Taktiken hier preisgeben. Aber der Gegner macht es fast genauso wie ich. Die fallen hinten. Ja, vielleicht hätte ich sie auch auf Luft setzen sollen, denn ich habe überhaupt keine Luftfalle hier. Das ist natürlich doof. Aber gut, der Gegner hat auch nur 36% geholt. Und ja, so geht man hier wirklich kleinspurig einfach weiter und macht hier eigentlich sein Tagesding. Ja, was habe ich eigentlich weiter vor? Ich denke mal, wir sparen hier auf den Clock Tower, auf diese Uhr. Denn was damit passiert, weiß ich noch gar nicht. Aber man kann wohl... Oh, ich brauche die Bilder Hall of 4. Okay. Dann brauche ich hier noch gar nicht weitermachen. Das heißt also, ich maxe erstmal mein Dorf weiter aus. Vor allen Dingen die Verteidigung und versuche mal hier noch etwas in die Forschung reinzuwerfen. Vielleicht die Barbaren, weiß ich noch nicht, die nehme ich fast gar nicht, wenn dann eher die Minions. Die heißen hier gar nicht Minions, sondern Megamutanten oder so was. Und ja, mal gucken. Aber ihr seht selber, man kann eigentlich relativ schnell noch angreifen in diesen kleinen Regionen hier mit der Dreier Bilderbase hier. Und auch der macht es mir jetzt schon etwas schwieriger. Aber ich denke mal, wir tauschen einfach mal. Wir tauschen hier einmal aus. Wie gehen wir hier jetzt am einfachsten vor? Ich würde sagen, wir schicken die hier schnell rein. Und schicken jetzt hier die Riesen vor. In der Hoffnung, dass die Riesen für uns tanken. Ja, das machen sie auch. Ich meine, die Riesen auf 4 sind schon nett. Wenn der Kampf manchmal etwas länger dauert, dann ist es oftmals, dass jemand nur Riesen geschickt hat, denn die latschen wirklich, oh nein, jetzt macht die kleine Kanone meine Bogenschützen dann, nee, Mist, ah, ich habe es noch geschafft, gerade so noch geschafft. Und dann weiß man, dass der Gegner 4 Riesen geschickt hat, denn die brauchen, die machen die Base, aber sie brauchen halt echt lange. Und das wird mal ein 100er Kampf hier, ist natürlich auch super. Ja, mal gucken, ob der Gegner uns was entgegenzusetzen hat mit dem Bauen hier. Na, ich weiß noch nicht, wie weit ich hier auf Max gehe, ob ich hier wirklich alle Mauern mache oder so. Muss man mal sehen. Ja, 2 Minuten haben wir jetzt noch. Ja, fliegt der Riesen nochmal weg. Gut, nochmal. Wie niedlich. Voll durch die Base geflogen, aber er lebt noch. Richtig kacke, muss ich mal so sagen, ist das, wenn du in so eine Sprungfalle reintappst und also in so eine Falle reintappst, die dich erstmal nur wegschubbt und die geht genau auf eine, die dich dann wirklich aus der Base katapultiert. Da muss ich echt sagen, jawohl, den haben wir gewonnen. 43% hat der Gegner nur gemacht, also manchmal geht die Base auf, manchmal geht die Base halt nicht auf und es ist immer verschieden. Aber ich habe mir mehrere Base Designs angeguckt hier in Bauarbeiter Hütte 3 und bin erstmal an der jetzt hängen geblieben, habe mit meinen anderen Dörfern habe ich es ein bisschen anders gemacht, muss ich sagen. Das ist eine schwierige Base hier. Da muss ich erstmal schauen, wie ich da am einfachsten jetzt wirklich vorgehen kann. Denn nach wie vor schießt ja wirklich die Kanone sehr, sehr... Oh nee, da fliegen die alle weg. So, jetzt müssen die Jungs hier tanken und ich muss ein paar Prozente machen. Mal gucken, wie... Oh nee, jetzt schießt die kleine Kanone natürlich... Oh, na gut, der hat jetzt schon die Juwelenmine da drin. Also es gibt auch immer mehr, was hier natürlich kaputt geschossen werden muss. Und mal sehen, ob... Oh, der eine Bogenschütze lebt noch. Jetzt beide Riesen weggeflogen. Krass, ey. Ich finde das trotzdem witzig. Es ist halt so, ja. Ich habe jetzt 34% geholt. Da geht noch was prozentual. Mal gucken, ob es nicht sogar ein Stern wird. Mal schauen, ob das nicht sogar ein Stern wird. Aber die Kanone schießt da schon wirklich weit. Das wird auf jeden Fall ein Stern werden. Ja. Ihr seht das sicherlich bei den Kämpfen hier. Ah, jetzt kommt der Tesla da hoch bei 50%. Dass ich ab und zu... So ein super Schnitt drin habe, das ist einfach, oh, wieder gewonnen, jawohl, mit nur 15%, also meine Base geht mal wieder auf, er hat zwar einen Stern geholt, aber es ist dann schwer, den zweiten Stern zu holen, nämlich die restlichen 5,
Okay, da hat er aber immerhin nur so ein paar gesetzt und hat sich genauso gedacht, wie ich es eigentlich mache. Fix mal das Rathaus durchschmettern und dann noch versuchen, ein paar Prozente zu machen. Aber na, ihr seht selber, die Base ist dann schon gar nicht mal so schlecht. Die hält ganz gut. Und wir haben ja auch gewonnen, also passt das schon. Das passt schon und mal gucken, ob wir uns für heute den dritten holen können. Was kriege ich eigentlich an Bonus? Ich kriege aktuell, dann 80.000 nochmal rein. Ey, das ist natürlich doof, weil so viel geht hier im Moment gar nicht rein. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen was rauskloppen hier. Und ich würde sagen, wir holen uns endlich die Defense, den Crusher. Ja, dann setze ich den erstmal hier hin. Wir holen uns erstmal den Crusher. Und wir forschen. Wir forschen die Bowie. 6 Stunden. Die mache ich in jedem Fall. Obwohl ich natürlich jetzt mit der nächsten könnte ich mir hier die Gemmine holen. Aber sind wir mal ehrlich. Die ist, finde ich, überflüssig. Da ist mein Portemonnaie einfach schneller. Und dann würde ich sagen, wir machen die Bogenschützen hier. Das können wir uns jetzt noch leisten. Jawohl. Okay, mal gucken, ob wir den dritten heute auch noch gewinnen. Na, es wird ja nicht mein letzter sein. Oh, der hat richtig was im Bau. Das ist natürlich super für uns. Und dann nehmen wir unsere Bogenschützen mal wieder. Und holen uns hier schon mal das Kleingedruckte. So, mal schauen. Da dürfte die dann auch nicht hinkommen. Also so. Oh, da hat ein Tesla. Okay. Der Tesla muss weg. Dann setze ich hier gleich an den Bäumen meine restlichen, die jetzt erstmal hidden sind. Und ich hoffe, dass die jetzt nach... Ja, die gehen genau in die richtige Richtung. Mal sehen, ob die paar jetzt das die Meisterhütte noch schaffen. Jawohl. 54%, das ist natürlich super. Und mal sehen, ob wir die noch ein Prozent reinkriegen. Ah, ne, 60%. Ja, 60 ist super. Und der Gegner, was macht der Gegner? Oh, das dauert schon wieder lange. Ja, wenn das so lange dauert, dann sind oftmals Riesen im Spiel hier. Ja, was willst du machen? Wir lassen das mal laufen. Hier mache ich gleich mal so einen Hartschnitt. Dann hört ihr das auch und seht das auch. Ja, da sehen wir es, wir haben gewonnen mit 47%. Er hat keinen Stern geschafft. Mal gucken, wie er vorgegangen ist. Also die Wiederholung gucke ich hier wirklich gerne, damit ich hier noch so ein bisschen was an meiner Base vielleicht modifizieren kann. Ah, okay, die gehen natürlich jetzt erst auf die Def. Das war ein bisschen doof für ihn, weil jetzt natürlich erstmal alles auf die Riesen schießt und seine kleinen Bogenschützen jetzt schon weg sind. Und ja, das packen natürlich auch die Riesen nicht mehr. Zumal sie jetzt nach dem Bogenschützenturm auch in eine Falle tappen. Mal gucken, ob sie den noch machen. Und da blitzt dann auch noch mein Tesla drauf. Aber ich denke mal, jetzt fliegt er auch weg. Zack, da ist er weg. Ja, super. Super gemacht hier. Und das ist ja von meinem Bonus gewesen. Aber ich kann jetzt noch weitermachen. Oh, ich habe 1166 Pokale. Das ist natürlich auch sehr krass. Was noch krasser ist, man kann ja auch hier in die Top-Clans gehen, Germany, und da gucken wir mal, ob wir noch unter den ersten 50 sind. Da waren wir gestern. Ja, wir sind noch 39. Oh, nicht schlecht. Im Moment hält sich das hier noch in Grenzen. Aber ja, ich komme hier ganz gut, glaube ich, weiter. Hab jetzt einen Bob erstmal 2 Stunden beschäftigt. Mein Labor läuft. Was will ich mehr? Ich mache ein paar Pokale mehr und dann bauen wir die Base hier weiter aus und machen unseren nächsten Bonus. Das war auch mal jetzt eine Only-Folge hier aus dem neuen Dorf. Ich switche gar nicht mehr ins andere rüber, muss da noch meine ganzen CK-Angriffe machen. Und der Clankrieg ist ja ganz gut auf Augenhöhe. Wir wussten, dass unser gegnerischer Clan sehr stark ist. Ich kenne sogar einen, der hat mir in meinen Kommentaren geschrieben, dass er vorher in einem anderen Clan war, wo ich schon mal zu Besuch war. Finde ich natürlich noch viel besser. Und ich sag's ja immer im Leben, man sieht sich immer zweimal. Und wir sehen uns in dieser Woche noch häufiger, wenn der Tote wieder clasht.